Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Frauen spielen weltweit eine elementare Rolle, wenn es um Friedenssicherung, in der Krisenprävention geht oder bei der Krisenbewältigung. Davon sind wir Freie Demokraten fest überzeugt und eben auch die bedeutende Mehrheit dieses Hauses. Und deshalb erwarten wir von der Bundesregierung eine ambitionierte Umsetzung der nationalen Aktionspläne Frauen, Frieden, Sicherheit und der UN-Resolution 1325. Wir sind von diesen Zielen der Resolution 1325 überzeugt, weil wir glauben, dass diejenigen, deren Rechte, deren Sicherheit in Krisen und Konflikten als erstes unter die Räder kommt, und das sind in der Regel Frauen, Kinder und auch Ältere, in ihren Bedürfnissen berücksichtigt werden müssen. Wir sind davon überzeugt, weil diese Initiativen der erste Schritt hin zu einer Außenpolitik sind, die vom Individuum ausgeht. Und wir Liberale denken Außenpolitik von der Konsequenz für jeden Einzelnen, für die Rechte und Freiheiten eines jeden Einzelnen. Und damit das gelingt, liebe Kolleginnen und Kollegen, müssen wir Menschen mit unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten auch in genau diese Prozesse einbinden. Und schließlich sind wir von den Zielen der Resolution 1325 überzeugt, weil uns die Zahlen sagen, dass wir richtig liegen, wenn wir in der internationalen Politik mehr denn je auf Frauen setzen. Diese Zahlen, die kann man nicht oft genug wiederholen. Und deswegen möchte ich das gerne machen. Laut UN Women waren in Friedensprozessen zwischen 1992 und 2019 6% der Mediatoren, 6% der Unterzeichner, 13% der Verhandler weiblich. Und dem stellen wir eine weitere Statistik an die Seite. Wenn Frauen am Friedensprozess beteiligt sind, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Einigung mindestens 15 Jahre hält, um 35%. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir können also uns quasi ausrechnen, wie viel mehr Erfolg wir in der internationalen Friedenspolitik hätten und damit in der Außenpolitik insgesamt, wenn wir mehr Frauen entsprechend eine Stimme geben würden. Die Bundesregierung nimmt dieses Thema sehr ernst. Das zeigt der Umsetzungsbericht mit den tollen Projekten, die im Kleinen, aber auch im Großen einen echten Unterschied machen. Aber ich werde dennoch ein bisschen diesen Eindruck nicht los, dass die Spitzen der Häuser, insbesondere des Auswärtigen Amtes, für diese wichtige Arbeit nicht das allerbeste Aushängeschild sind. Nehmen wir da zum Beispiel die Personalpolitik. Laut Zahlen des Zentrums für internationale Friedenseinsätze vom Stand Juni 2020 hat Deutschland bisher 16 Missionsleiter für GSVP-Missionen gestellt, alles Männer. Im neuen Aktionsplan bleiben uns Zahlen oder konkrete Kriterien, bleibt die Bundesregierung uns diese Zahlen oder konkrete Kriterien gänzlich schuldig, an denen sie sich selber evaluieren und an denen wir sie theoretisch dann auch messen können müssten. Und all die guten Projekte, die helfen dann natürlich nicht, wenn der Außenminister dann in so entscheidenden Momenten mit so viel Symbolkraft, und da denke ich zum Beispiel an den Austritt Erdogans aus der Istanbul-Konvention, nicht die richtigen Worte findet und den Eindruck erweckt, er verharrt hier politisch tatenlos. Und Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss. Denn das, um hier auch die Forderung des Außenministers in diesem Moment, als er davon hörte, dass Erdogan aus der Istanbul-Konvention austreten wollte, nüchtern zu kommentieren, das sendet in Klammern nicht das richtige Signal. Und daran wollen wir hier im Bundestag arbeiten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Gide Jensen.